Wir wehren uns schon seit Mitte März dagegen. Sie haben aber auch viele Kooperationspartner gefunden, vor allen Dingen unter Jugendlichen. Wie sind Sie mit denen in Kontakt gekommen? Also diese Frage hätte ich vielleicht auch selber sagen müssen. Wider Erwarten haben sich so viele junge Leute mit uns solidarisiert. Und sie solidarisieren sich immer noch. Wir sind mit denen in Kontakt gekommen bei den einzelnen Sitzungen im BVV-Saal bzw. Ausschusssitzungen. Da waren sehr viele Kulturschaffende da. Und die haben uns Mut gemacht und gesagt, Mensch, macht weiter. Und sie sind jetzt also bereit, uns dort zu unterstützen. Und wir hoffen, dass wir dadurch auch noch weiter den Kontakt mit Ihnen erweitern können. Ein Appell von Ihnen an die Bevölkerung. Was soll sich verändern? Es soll sich verändern, dass die Politik harmonischer wird. Dass sie einfach auch die Bedürfnisse der älteren Bürger berücksichtigen. Sie haben hier über 300 Nutzerinnen in diesen Räumlichkeiten. Ja. Welche Position vertreten Sie als komplette Gruppe? Also wir sind angetreten als Vorruheständler und Arbeitslose. Und sind, wie gesagt, vom ehemaligen Bezirksbürgermeister damals eingeladen worden, um solche... Der Bezirk ist ja auch sexy und pleite. Darunter leidet ja die Jugendpolitik, darunter leidet die Kulturpolitik und jetzt hat es auch die Seniorinnen und Senioren erwischt. Ja. Fühlen Sie sich von der Politik verraten? Ja, in jedem Falle, denn sie setzen sich für uns nicht ein und sie sagen also, sie begründen, dass sie ja bereit waren, uns überall einzuordnen, aber damit ist unser Problem nicht gelöst. Sie sagen ja auch, das ist unser Haus und ihr bekommt uns hier nicht raus. Ja. Das bedeutet, Sie werden jetzt diese Einrichtung, die ihr morgen verlassen werden soll, besetzen. Ja. Welches Ziel haben Sie mit dieser Besetzung? Naja, ich habe es ja nur schon mehrmals gesagt. Wir haben ein Ziel, dass der Bezirk einsichtig wird, dass er also sagt, ist die Notwendigkeit besteht. Wir müssen mit den älteren Bürgern leben. Und wir sind Bürger der Stadt und möchten es auch bleiben und dementsprechend möchten wir auch behandelt werden. Und das ist unser Ziel, dass man nicht uns aufs alte Eisen oder auf den alten Teil schickt, denn da haben wir nichts gewonnen. Steht diese Einrichtung für eine nachhaltige Seniorenpolitik in Pankow? Nö, also von unserer Seite aus ja, aber von unserer Seite aus. Fürs Bezirksamt war ja, dass es hieß, ja, im Umkreis gibt es so viele andere Angebote, die Senioren nutzen können, sollen sie doch dahin, sodass eine Mitarbeiterin des Sozialamtes hier rumgelaufen ist und hat Einrichtungen gesucht, wo die einzelnen Seniorengruppen unterkommen können. Es sind 29 Gruppen, 327 Menschen. Die sind in Gruppen aufgeteilt worden und ihnen ist mitgeteilt worden, wohin sie zu gehen haben. Sie finden ja im Haus die ganzen Listen, wo dann draufsteht, wo sie ab wann hinzugehen haben. Und das war dann eine Kita, da können sie ab 15 Uhr einen Raum nutzen für anderthalb Stunden, müssen sie aber vorher die Kinderstühle und alles raustragen, ist ja klar. Oder in eine andere Begegnungsstätte, da gibt es einen Raum, da sind aber zur gleichen Zeit schon zwei andere Gruppen. Na? Und wie sollen jetzt die Schachspieler in einem Raum Schach spielen, wenn nebenan, gerade also gleich nebenan Stuhlgymnastik ist? Also ich unterstütze das, ja. Ich bin von der linken Pankow. Ich bin hier beratend und unterstützend tätig von Anbeginn. Sie hatten mich angesprochen. Aber die eigentlichen Aktionen und das, was hier passiert, das machen die Senioren alles selber.
Schlafen Sie gut? Quadratze Schlafsack, das ist doch normal. Das ist kein Problem. Es ist ja kein Winter, ansonsten wäre auch eine Heizung da. Klar, wir werden schon gut schlafen jetzt und erstmal den Blick hier aufgehen. Noch nicht, zweimal auch persönlich, also Frau Bezirksrätin gegenüber gestanden. Sie waren ja auch noch mit dabei aus meiner Sportgruppe. Es ist, als ob die das geistig überhaupt nicht aufgenommen haben, worum es eigentlich geht. Die Zum Kastanovic hat einfach gesagt, das Haus weg, fertig, hat sich erledigt, 52.000 Euro gespart im Jahr. Die Alten sind wir hoch. Wir gehen hier nicht weg! Basta!